Hallo, in diesem Video möchte ich dir mehr darüber erzählen, warum Selbstheilung so ungeheuer wichtig ist und wie du mit den ersten Schritten anfängst. Wenn du nicht deine Vergangenheit aufarbeitest und dich selbst heilst, wirst du niemals ein wirklich erfülltes Leben leben können. Du wirst niemals wirklich dich selbst lieben können und alle deine Wünsche, alle deine Vorhaben von einem erfüllteren Leben werden scheitern. Warum? Weil wir in der Vergangenheit als Kinder Erfahrungen gemacht haben, die wir nicht verarbeiten konnten und demnach die Gefühle, die dabei entstanden sind, verdrängt haben. Aber all diese Gefühle, die nicht gefühlt worden sind, landen im Unterbewusstsein, im Verborgenen und arbeiten in jeder Sekunde, sind sie aktiv und erschaffen somit auf unbewusste Art und Weise unsere Realität. Ein Gefühl, nur weil ich es nicht fühle, bedeutet es nicht, dass es weg ist. Es ist trotzdem in meinem System drin und sendet. Wir Menschen sind permanent sendende und empfangende Wesen und wir senden das in die Welt hinaus, was in uns ist. Einerseits alles, was uns bewusst ist, was wir bewusst wahrnehmen in uns an Gedanken und Gefühlen, aber zum Großteil eben über 95% das, was uns unbewusst ist, was in unserem Unterbewusstsein verborgen ist, was wir bislang nicht gefühlt haben, weil es vielleicht zu groß war, um das Gefühl zu fühlen, zu unheimlich, weil unser Herz damals zu klein war und wir die Situation nicht verstehen konnten. Heute sind wir erwachsen und können aber mit Erwachsener umgehen. So, das ist immer das eine. Nochmal kurz zu der Konsequenz, wenn ich das nicht mache, wenn ich diesen Prozess der Selbstheilung nicht mache, werde ich mein eigenes Glück immer wieder und immer wieder zerstören. Im Herzen und so weiter weiß ich vielleicht, was ich möchte, zum Beispiel eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe, aber im Unterbewusstsein, die Erfahrung aus der Vergangenheit, ist immer noch nicht aufgelöst, aufgearbeitet, wo ich die Erfahrungen von Hilflosigkeit gemacht habe, von nicht genug sein, von nicht geliebt werden, von Schmerz. Und dieser Schmerz arbeitet dann heute im Verborgenen und so kann ich es in der Tiefe nicht glauben, nicht wirklich glauben, dass ich jetzt hier die Liebe 100% erfahren darf. Der Schmerz im Verborgenen ist noch da und er möchte gesehen werden und er kommt an die Oberfläche, indem er das Glück, was hier und jetzt da ist, die Liebe, die hier und jetzt da ist, wieder zerstört. Vielleicht erkennst du diesen Mechanismus auch, wenn du in deinen Partnerschaften oder Beziehungen zu Freunden und so weiter zurückblickst, dass du an einem bestimmten Level von Intimität und Liebe und Geborgenheit wie aus dem Nichts auf einmal dein Herz verschließt und die Situation damit zum Eskalieren bringst, vielleicht sogar wütend wirst, verärgert wirst, aus einem Maus einen Elefanten machst und die Beziehung zu diesem Menschen in diesem Moment zerstörst. Wir sind in diesem Moment nicht bewusst. Das muss man sich auch bewusst machen, dass wir in diesem Moment nicht bewusst sind, weil das Unterbewusstsein diese Schutzmechanismen aus der Vergangenheit auffährt, Schutzmauern aufbaut, Geschütze auffährt, um sich vor einer möglichen Wiederholung des Schmerzes zu schützen. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist noch aktiv, wo wir gelernt haben,
dass wir nicht liebenswert sind und dass uns etwas Schlimmes passieren wird, wenn wir diese Intimität zu diesen Menschen zulassen. Das ist als Information in uns gespeichert und solange wir Selbstheilung nicht praktizieren, glauben wir in der Tiefe unbewusst, unterbewusst immer noch daran, dass es schlimm sein wird und dass wir uns deshalb schützen müssen. Und das ist der Grund, warum wir unser Glück immer wieder und immer wieder zerstören. Und manchmal ist es so subtil, dass wir sagen, der andere ist schuld. Dass wir gar nicht sehen können, welchen Teil wir selbst dazu beigesteuert haben. Und es reicht allein schon, diese Energie auszusenden, oh, mir wird das hier zu eng und das kann nicht klappen, Zweifel zu haben. Und diese Gefühle und Gedanken auszusenden. Man muss nicht mal in die Tat übergehen, aber solange man diese Gefühle und Gedanken hat, werden sie unterschwellig sowieso in den Handlungen mitschwingen. Aber sie müssen nicht einmal ausagiert werden, es reicht schon, diese Gedanken und Gefühle auszusenden, weil der andere empfängt sie ja sowieso und reagiert dann wiederum darauf. Das heißt, der andere ist ein Spiegel meiner Gedanken und Gefühle. Das bedeutet in der Folgerung, wenn ich eine Sehnsucht habe nach einer wirklich erfüllten Begegnung, Partnerschaft, Freundschaft, was auch immer, nach einem Leben voller Liebe, muss ich diese Liebe in mir realisieren. Erst in mir muss die Erkenntnis gemacht haben, ja, ich bin Liebe, ich bin liebenswert, ich habe es verdient, geliebt zu werden und ich möchte auch die Welt mit meiner Liebe beschenken. Das können wir zwar hier oben wissen, das ist schön und gut, aber solange es im Unterbewusstsein nicht verankert ist, werden wir immer wieder Misserfolge erleben und sogar selbst unser eigenes Glück immer wieder zerstören. Egal welche Wünsche wir haben, partnerschaftlich oder auch im Beruf, wir werden immer wieder scheitern, weil wir in der Tiefe nicht an uns glauben. Ja? Wir können zwar sagen, ja, ich möchte den Erfolg im Beruf und der beste Klavierspieler werden oder was auch immer, aber solange wir in der Vergangenheit eine Erfahrung nicht aufgearbeitet haben, die dagegen spricht, ja, wo wir eine gegenteilige Erfahrung gemacht haben, dass wir nicht in der Lage sind, den Erfolg oder die Liebe zu verdienen, dann wird diese Erfahrung gegen uns arbeiten. Dann haben wir zwar den Wunsch nach Fülle, nach Liebe, aber im gleichen Moment ist diese Überzeugung im Unterbewusstsein, nein, es kann ja sowieso nicht klappen. Ich habe es nicht verdient. Weißt du noch, damals mit 4 Jahren im Kindergarten, als der Kindergärtner so unfair zu mir war oder die Kinder so unfair zu mir waren, wie auch immer. Und das Ganze, die ganzen Erfahrungen damals sind hauptsächlich in der Beziehung zu Mutter und zum Vater, zu den Menschen, die wir in unserer Kindheit als Bezugspersonen hatten, gemacht worden. Diese im Alter von 0 bis 10 Jahren ungefähr, da war unser Herz gerade noch im Wachstum, unser Verstand auch, das Gehirn im Wachstum. Und so etwas, dass wir uns in andere Menschen hineinversetzen konnten, war überhaupt noch nicht ausgebildet in unserem System. Und bei vielen Menschen ist es heute immer noch nicht so. Aber heute als erwachsene Menschen haben wir eben die Möglichkeit, da wieder zurückzugehen, Frieden zu schließen, um damit tatsächlich ein Leben in Fülle und Liebe zu realisieren. Der Weg dazu ist es, konsequent sich seinen Gefühlen gegenüber zu öffnen. Wirklich alles zu fühlen, was hier und jetzt an Gefühlen gefühlt werden will. Liebevoll den Gefühlen zu begegnen. Allen Gefühlen. Wut, Trauer, Scham, Angst,
Freude. Alle Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Solange ich ein Gefühl nicht fühle, kann ich auch die anderen nicht vollständig fühlen. Und ich verdränge damit Anteile in mir, die einfach da sein wollen. Ich bin hier als Mensch und ich habe diese Gefühle. Und das bedeutet, dass die Gefühle gefühlt werden möchten. Andernfalls werden sie wieder verdrängt. Es entstehen Verspannungen im Körper. Und noch schlimmer, die Gefühle, die Gefühlsenergie, die Erfahrung rutscht ins Unterbewusstsein und arbeitet, ohne dass ich eine Kontrolle darüber habe. Ich erschaffe damit immer wieder eine Realität, die ich eigentlich nicht will. Die Lösung ist also, alles, was hier und jetzt an Gefühlen aufkommt, in jeder Situation, egal ob beruflich oder auch privat, das Einzige, was du primär zu tun hast, ist, dich um deine Gefühle zu kümmern. Aufhören, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern erstmal für dich zu fühlen, schauen, was es in dir ausgelöst hat. Und ein hilfreicher Weg ist dabei auch, das Gefühl zu fragen, woher du es kennst oder was das Gefühl dir sagen will. Woher kennst du das Gefühl aus deiner Vergangenheit? Ja, auf diese Weise hast du die Möglichkeit, zurückzugehen in die Vergangenheit, weil dort der Ursprung des Gefühls möglicherweise ist. Nicht jedes Gefühl hat eine Verbindung zur Vergangenheit. Oftmals sind Gefühle einfach nur Interpretationen der gegenwärtigen Situation, aber solange man keinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen hat, vollständig, werden gegenwärtige Situationen auch immer ein Weckruf sein für Gefühle aus der Vergangenheit, unterdrückte Emotionen. Und dann ist es hilfreich, dich zu fragen, woher aus meiner Vergangenheit, aus welcher Situation kenne ich dieses Gefühl? Und dann gehst du in einen leeren Raum, also nicht, dass du darüber aktiv nachdenkst, sondern du stellst diese Frage im Prinzip deinem Unterbewusstsein und lässt eine Situation selbstständig aufkommen. Du erwartest nichts, sondern du öffnest dich einfach nur und wartest, bis eine Erinnerung aufkommt. Und dann siehst du dich da als Kind möglicherweise in einer schwierigen Situation, wo du überfordert warst, ausgeliefert warst, hilflos warst und nicht wusstest, wie du mit dieser Situation umgehen solltest, die dir dort widerfahren ist. Deine Aufgabe dann ist es als Erwachsener, dich um diese Erinnerungen zu kümmern. Das ist sozusagen das innere Kind, ja. Da findest du im Internet auch ganz viel Information drüber, die Arbeit mit dem inneren Kind. Dich um dieses innere Kind zu kümmern, es liebevoll zu sehen und dich um dieses Kind wirklich liebevoll zu kümmern. Weil es braucht dich. Das ist ein Anteil von dir, den du abgespalten hast. Und demnach möchte sich das innere Kind heute immer wieder schützen vor diesen Situationen, die es damals erlebt hat. Es will nicht, dass das gleiche schlimme Ereignis wieder passiert. So, und als Erwachsener, weil das innere Kind hat noch nicht realisiert, dass du als Erwachsener für das Kind da bist. Im Speziellen halt für diese Gefühle, dass das Kind damals fühlen musste, ja. Und heute kannst du mit dem inneren Kind sprechen, du kannst es in der Situation sehen, du kannst mit ihm sprechen, du kannst es sehen, wahrnehmen, liebevoll. Und das Gefühl fühlen, das ist das Wichtigste. Aus der damaligen Situation das Gefühl zu durchfühlen bedeutet, nicht darüber nachzudenken über das Gefühl. Es ist, wie es ist. Wenn es schmerzvoll war, dann war es schmerzvoll und der Schmerz will gefühlt werden. Wenn du das tust, den Schmerz zu fühlen, kommst du immer zum Frieden, zur Gelöstheit und zu einem tieferen Zustand von Liebe. Das ist im Prinzip das Wichtigste, was es zu tun gibt. Das Gefühl zu fühlen, was hier und jetzt aufkommt, zu schauen,
ob es eine Brücke zur Vergangenheit gibt, in die Vergangenheit zu gehen, in der Erinnerung, um dich besser mit dem Gefühl verbinden zu können, dich in der Situation zu sehen und das Gefühl zu fühlen, was damals zu stark war, um es zu fühlen. Dann kannst du noch mit dem inneren Kind sprechen und sagen, hey, ich kann dich da wirklich sehen und es ist scheiße, was da passiert ist, aber von jetzt an bin ich da als erwachsener Anteil und kann mich um dich kümmern. Ich kann aufpassen, ich kann Grenzen setzen und ich kann für uns sorgen, dass es uns gut geht. Und das bedeutet, wir brauchen diese Mauer nicht mehr. Wir müssen uns nicht mehr beschützen. Wir müssen uns nicht mehr versperren und unser Herz verschließen. Bitte lass uns da zusammenarbeiten und ja, einen Weg finden, wie wir eigentlich das wieder in unser Leben bringen können, wonach wir uns sehen. Und das ist die Liebe. Zu lieben und geliebt zu werden. Was wir dann als einen abschließenden Schritt machen können, ist die Situation zu verstehen. Auch uns in die Lage der anderen Person zu versetzen, die uns damals verletzt hat. Weil oftmals wird das Leid einfach nur weitergegeben von Mensch zu Mensch. Und die Menschen, die uns verletzt haben, die waren selber überfordert und konnten mit der Situation nicht umgehen. Und sind genauso verletzte Kinder. Ne? Also Verletzung geschieht nur immer aus einer bestehenden Verletzung heraus. Und wenn man diese Verletzung nicht an seine Kinder, also realen Kinder, weitergeben möchte, muss man eben seine Vergangenheit aufarbeiten und den Weg der Selbstheilung gehen. Wer meint, dass er keine Verletzungen aus der Vergangenheit hat, der sollte da auch mal genau hinschauen und auch genauer sich die Frage stellen, ob das aktuelle Leben, so wie man das jetzt gerade führt, wirklich im Herzen völlig im Einklang mit dem Herzen ist. Ob du wirklich vollkommen zufrieden bist und vor Lebensfreude und Enthusiasmus nur so sprühst. Weil das ist das Resultat, wenn wir die Vergangenheit wirklich aufarbeiten und uns von den Fesseln der festgehaltenen Gefühle, unterdrückten Gefühle lösen. In dem Moment, wo wir das Gefühl durchfühlen, löst es sich auf, es verbrennt und damit wird der Raum wieder frei, dem eigenen Herzen zu begegnen. Der Panzer, die Panzerung, die um das Herz existiert, um das traumatisierte Herz, das ich beschützen muss, wird immer feiner und löst sich irgendwann auf. Und dann kann die Liebe wieder durch das Herz fließen. Eine schöne Übung dazu ist es auch, die Hand einfach nur auf das Herz zu legen und da reinzuatmen, dich zu spüren, dich zu fühlen und alles zu fühlen, was dabei aufkommt. Bei diesem Prozess wünsche ich dir viel Erfolg, viel Freude. Und wenn du dich selbst verwirklichen möchtest mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen, auch wenn es Partnerschaft ist, vor allen Dingen wenn es Partnerschaft ist, dann kommst du, wie gesagt, nicht drum herum, diesen Prozess zu tun. Um diesen Umgang mit den Gefühlen zu stärken und den Zugang zu den Gefühlen zu ermöglichen, habe ich einen Online-Kurs erstellt, den findest du unter lebeblog.de/K2. Und da findest du alles für den Einstieg, was wichtig ist, um ja, die Verbindung zu deinen Gefühlen herzustellen und sie zu lösen. Auch im Buch Dinge, die ich mit 21 gerne gewusst hätte, findest du eine ausführliche Erklärung, wie du dich selbst heilst und wie diese Traumatisierungen entstehen, wie die Zusammenhänge sind mit den Gefühlen, dem Körper und den Gedanken. Und da findest du auch viele Übungen, um auf körperlicher Ebene zum Beispiel deinen Weg der Selbstheilung zu gehen. Ansonsten findest du auch auf meinen Veranstaltungen, auf meinen Seminaren immer wieder Möglichkeiten teilzunehmen und dort
Wege auch zu lernen, dich selbst zu heilen. Weil wenn wir uns selbst verwirklichen wollen, kommen wir da, wie gesagt, nicht drumherum. Deswegen ist es auch immer ein Teil meiner Seminare. Ich empfehle dir auch, dich in den Newsletter einzutragen unter lebemail.de. Damit bleibst du auf dem Laufenden. Und ja, genau. Das ist es, worum sich es letztlich dreht bei mir. Die Selbstverwirklichung in diesem Buch steht alles drin. Ein wunderbarer Begleiter für ein Leben mit Liebe, mit Herz, wo du völlig im Einklang mit bist und deine Passion lebst, deinen Lebenszweck verwirklichen kannst. Soweit wünsche ich dir das Beste und alles Liebe.